Herzlich willkommen zum ersten Teil über die Gesellschaft. Wenn wir uns Digitalisierung auf der gesellschaftlichen Ebene anschauen, gibt es da natürlich wahnsinnig viel zu erzählen und ich habe mir einfach mal ein paar wichtige Aspekte rausgesucht. Als allererstes ist natürlich der Zugang zum Digitalen ein Thema. Das heißt, wie kann man überhaupt mit dem Digitalen kommunizieren? Wie funktioniert das? Und den Zugang, den wir haben, ist in der Regel über eine Benutzeroberfläche, über ein Interface. Dieser Begriff kommt eigentlich aus den Naturwissenschaften und bezeichnet die physikalische Phasengrenze zweier Zustände eines Mediums. Und was für uns wichtig ist, ist, dass er bildhaft die Eigenschaft eines Systems als Blackbox beschreibt, von der eben nur die Oberfläche sichtbar ist und daher eben auch nur eine Kommunikation über diese möglich ist. Das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir mit digitalen Artefakten, digitalen Geräten oder Algorithmen kommunizieren, wir das immer über eine vorgegebene Benutzeroberfläche tun. Und da kommen dann eben einige Besonderheiten ins Spiel, die digitale von analogen Welten unterscheiden. Zum Beispiel, wenn man im Digitalen eine Suchanfrage macht, etwas liest, dann hat das Auswirkungen auf andere Leute, die das Ganze nutzen. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist das Internet. Wenn ich bei Google etwas eingebe, hat das Auswirkungen auf das, was andere Leute sehen können. Anders, wie wenn ich ein Buch lesen würde und das Buch dann einfach irgendwo hinlege, da ist es relativ egal, wo ich aufgehört habe zu lesen. Im Internet, wenn ich irgendwann den Text bis zu einem gewissen Punkt lese, ein Video bis zu einem gewissen Zeit anschaue, dann hat das eben auch Auswirkungen auf andere. Und welche Macht dann Programmiererinnen und Programmierer in dieser Welt haben, zeigt ein schönes Beispiel. Und zwar aus den 20er Jahren, da ging es natürlich noch nicht um den digitalen Raum, sondern um den analogen. Hier hat ein Architekt ein Naturschutzgebiet gestaltet und wollte nicht, dass die ganz Armen zu diesem Naturschutzgebiet kommen können. Was hat er also gemacht? Er hat Brücken bauen lassen, die nicht sonderlich hoch sind. Das heißt, über diese Brücken oder unter diesen Brücken konnte dann eben kein Bus durchfahren. Das heißt, nur Leute, die ein eigenes Auto besaßen, eben die weiße Oberschicht, konnte auch zu diesem Naturschutzgebiet gelangen. Und Ähnliches haben wir jetzt im digitalen Raum, dass eben Programmiererinnen und Programmierer hier Architekten des Digitalen sind. Wenn Sie jetzt etwas programmieren, etwas erstellen, dann hat man immer auch eine Vorstellung davon, wer das nutzt und wie die Person aussieht, wie sie sich verhält, die dieses Ganze nutzt. Das sieht man an Hardware, dass davon ausgegangen wird, dass wir 10 Finger haben, was die Augen vorne sind, so ganz simple Sachen, aber eben auch in Software. Wo klickt man drauf, wo schaut man zuerst hin? Das sind eingeübte Muster, die natürlich auch genutzt werden können. Das aber eben immer nur ein Abbild des Menschen ist, ein digitales Abbild, mit dem sie dort arbeiten, bleibt das Bild immer unvollständig. Und das werden wir später noch an mehreren Beispielen sehen, was das bedeutet. Wenn wir jetzt nochmal die gesellschaftliche Ebene im Ganzen betrachten, gibt es verschiedene Gesellschaftstheorien, in welcher Gesellschaft wir uns befinden. Ich habe zweimal rausgesucht. Das eine ist, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben, was natürlich bedeutet, dass wir es mit einer Vielzahl von Informationen zu tun haben, die richtig oder falsch sein können, zum Beispiel Fake News. Für Jugendliche, aber auch für Erwachsene bedeutet das in der Regel, dass man sich gar nicht so gezielt im Netz informiert, sondern durch das Netz informiert wird. Das passiert zum einen über die Freunde. Wenn sie einem Dinge schicken, wenn sie Dinge posten, kriegt man die zu sehen. Da sieht man aber dann zum Beispiel auch die Macht einzelner Konzerne. Google, was in Deutschland mit weitem Abstand die beliebteste Suchmaschine ist, hat im aktuellen Fall das angeglichen, wenn sie nach dem Coronavirus suchen. Dann kommen als allererstes die ganzen Ergebnisse der WHO. Das sieht man gerade bei vielen sozialen Medien, dass hier eben probiert wird, Einfluss darauf zu nehmen, welche Informationen man sieht. Das kann wie in dem Fall positiv genutzt werden. Wir können uns das nochmal genauer anschauen. Das kann aber tatsächlich eben auch negativ genutzt werden, wenn man das möchte.
Zum Beispiel kann man solche Sachen dann mit Social Bots auch beeinflussen, was wer sieht und wie viele das sehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Grundlage demokratischer Gesellschaften es eigentlich ist, eine politische Teilhabe und freie Meinungsbildung für eben alle zu ermöglichen, dann wird das schon bei einigen Sachen relativ schwierig oder komplex. Social Bots zum Beispiel nutzen die Möglichkeit der Konstruierbarkeit von Medienwahrheiten. Sie verbreiten Meinungstendenzen und können eine Mehrheitsmeinung vortäuschen. Das heißt, wenn man Medienwahrheiten konstruiert, dann ist es so, dass sich Medienwahrheiten beziehen ihre subjektiv empfundene Glaubwürdigkeit eben nicht aus der Seriosität der Quelle, sondern aus ihrer Distribution. Wenn Sie also einen Link kriegen von jemandem mit Professor Doktor, glauben Sie dem vielleicht eher, wie wenn da irgendwas anderes steht. Dann nutzen Social Bots das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Wir schließen uns gerne Mehrheitsmeinungen an. Das heißt, wenn wir von einem Thema keine Ahnung haben oder nicht genug Ahnung, dann nimmt man meistens das, wo man sagt, ja, das glauben die meisten. Und das ist natürlich ein evolutionärer Überlebensvorteil, der Zusammenschluss zu Gruppen, gemeinsames Problem lösen und das Weitergeben von Wissen spielt hier eine Rolle. Das Ganze wird eben am schon erwähnten Beispiel Fake News relativ deutlich. Im digitalen Raum haben wir verschiedene Sachen, die greifen. Vor allem ist hier wichtig so etwas wie die Dekontextualisierung. Das heißt, ursprüngliche Sachen werden aus dem Kontext gerissen, woanders wieder gepostet. Die Asylforderer, die man hier sieht, sind koptische Christen, die einem normalen Weihnachtsbrauch nachgehen. Dann kann ich natürlich in den Medien, jetzt digital, analog, relativ egal, Fakten anders darstellen. Hier zum Beispiel bei diesem Diagramm ist es sehr schade, dass es kein Tortendiagramm gibt, wo man das vielleicht hätte besser darstellen können. Oder eben man wählt bestimmte Bildausschnitte. Und je nachdem, welchen ich wähle, habe ich dann eine ganz andere Botschaft als ursprünglich gedacht. Die andere Sache, worüber wir reden, ist nicht nur das Informationszeitalter, sondern dass wir in einem postdigitalen Zeitalter sind oder auch in der Postmoderne. Es sind zwei unterschiedliche Begriffe. Postdigital heißt nicht, dass es nichts Digitales mehr gibt, sondern dass das Digitale verschwindet aus unserem Bewusstsein. Das heißt, dass digitale Medien oder Internet wie Strom ist. Wir merken eigentlich nicht, dass es da ist. Wir merken nur, wenn es fehlt. Also solange das Internet funktioniert, gehen wir gar nicht mehr bewusst online, sondern wir nutzen es einfach als normalen Teil unserer Welt. Wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, dann merken wir, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann haben wir eben noch die Postmoderne. Und in der Postmoderne sagen wir, ist eine große Herausforderung, Orientierung zu kriegen und Orientierung zu schaffen. Und diese Orientierung holt man sich heute eben auch ganz häufig über digitale Medien. In unserer jetzigen Gesellschaft und Zeit spielen eben digitale Medien eine Riesenrolle. Wir haben zum Beispiel automatische Entscheidungsfindungssysteme, ADM-Systeme. Und diese Systeme sind mittlerweile so relevant für unser normales Leben, dass es auch von der UNO zum Beispiel Papiere dazu gibt, zu irgendwie ADM-Systemen und Menschenrechte. Das betrifft eben nicht nur sowas wie Ampelsteuerungen oder Stromsteuerung, sondern das greift eben tatsächlich relativ tief in das Leben ein. Bei uns noch nicht so viel wie in anderen Ländern, wo zum Beispiel eben aufgrund von solchen Datenanalysen dann auch schon entschieden wird, ob jemand zum Beispiel eine Bewährungsstrafe bekommt oder im Gefängnis bleiben muss. Diese Systeme brauchen etwas, was wir täglich produzieren, um Entscheidungen treffen zu können, nämlich Daten. Wir reden ja von Big Data, weil wir eben hier ganz viele Daten haben, die sich in der Schnelligkeit, in der Art der Quelle, wo sie herkommen, in der Art, wie sie vorliegen, im Wert, den sie haben, unterscheiden. Und die eben per Hand nicht mehr ausgewertet werden können, sondern wir brauchen eben Systeme, um mit diesen Daten zu arbeiten. Das Problem dabei ist, dass wir da manchmal Korrelationen finden und keine Kausalitäten. Das heißt Dinge, die scheinbar zusammenhängen, aber es gar nicht tun.
Und da gab es diesen schönen Spruch mit: Wer Korrelation und Kausalität verwechselt, glaubt, dass man vom Basketballspielen unglaublich groß wird. Das Problem, was sich daraus für uns ergibt, ist, dass aus historischen Daten auf die Gegenwart und sogar auf die Zukunft geschlossen wird. Und natürlich verändern sich manche Dinge im Laufe der Zeit. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass wir aus Bilderwelten lernen. Das heißt, es gibt ganz viele Bilder im Netz und diese Systeme greifen auf diese Bilder zu, um aus diesen Bildern zu lernen. Und dann passiert so etwas hier. Das ist eine künstliche Intelligenz von Google, die rauskriegen sollte, was ist auf dem Bild zu sehen. Und wenn die Hand, die etwas, einen Gegenstand hält, schwarz ist, dann kommt aber raus, ja, es ist eine Hand und wahrscheinlich eine Pistole. Ist die Hand weiß, kommt raus, es ist eine Hand, aber keine Pistole, sondern etwas wahnsinnig Harmloses. Google hat das mittlerweile geändert. Das ist ein Problem, das sie kennen und das eben bei vielen Sachen tatsächlich mittlerweile auch geändert wird, aber das Problem besteht nach wie vor. Das haben wir dann zum Beispiel auch bei anderen Diskriminierungen, wie künstliche Intelligenz, die wir eben auch wieder von Bilderwelten lernen lassen. Und da gab es mal eine Studie dazu, die herausgefunden hat, dass KI normalerweise sehr gut zwischen Männern und Frauen unterscheiden kann. Wenn jetzt allerdings ein Mann in einer Küche steht, wird dieser von der KI als Frau identifiziert, weil es nun mal sehr wahrscheinlicher ist, dass eben Frauen in einer Küche stehen als Männer. Das hat natürlich dann Auswirkungen auf uns, wenn immer mehr Assistenzsysteme eingesetzt werden, die eben auf KI basieren und aus solchen Daten lernen und diese immer mehr in das tägliche Leben eingreifen. Und wenn wir uns jetzt das Klientel sozialer Arbeit angucken oder Jugendliche, kann das natürlich einen großen Impact auf ihr Leben haben. Das sieht man zum Beispiel auch beim Thema Schönheitsideale. Wer bestimmt denn, was schön ist? Da gab es vor einiger Zeit einen Aufreger, weil tatsächlich eine Dame festgestellt hat, dass Samsung ihre Bilder automatisch bearbeitet. Macht das Gerät heute noch, wenn man ein Foto von sich macht, dann wird automatisch die Funktion Schönes Porträt aktiviert. Das heißt, die Falten werden geklättet, die Haut reiner gemacht, man sieht ein bisschen jünger aus, die Augen ein bisschen größer und so weiter. Ähnliches sieht man hier auf dieser Snapchat-Reihe. Ich morgens unausgeschlafen, ungeschminkt und dann mit Snapchat-Filtern sieht das schon ganz anders aus. Und die Werte, die dahinter stecken, ist natürlich, dass man eben möglichst jung aussehen soll, dass große Augen ein Schönheitsideal sind und eben auch hellere Haut als Schönheitsideal verkauft wird. Zudem hat diese ganze Digitalisierung auch ökologische Aspekte. Also was passiert denn mit unserer Umwelt, mit der Gesellschaft, in der wir leben? Das fängt beim Online-Shopping an, kann aber auch sowas sein wie Carsharing, der Verbrauch von seltenen Erden, Streaming, zum Beispiel Online-Pornografie hat den Stromverbrauch von Belgien. Dann haben wir einen Energieverbrauch durch E-Mails und so weiter. Kryptowährungen hat einen, also allein Bitcoin hat einen ähnlichen Energieverbrauch wie Argentinien. Das heißt, hier ist eben auch nochmal ein Punkt offen, über den noch gar nicht so richtig diskutiert wird. So, das war ein ganz kleiner Einblick in unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung auf gesellschaftlicher Ebene. Im zweiten Teil gibt es dann das, was das Ganze eben speziell für Jugendliche bedeutet. Danke fürs Zugucken. Jetzt kann man Fragen stellen.